Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es darum gehen, die 5 Fahrtechnik-Trainingstipps, die mir am Anfang gar nichts gebracht haben. Ihr habt das vielleicht auch erlebt, als Anfänger kriegt man von jedem irgendetwas gesagt und weiß eigentlich nicht so wirklich, damit was anzufangen. Und mit diesen 5 Dingen, also meine Top persönlich, damit wollen wir heute so ein bisschen aufräumen und vielleicht kann der ein oder andere Tipp von mir euch helfen, diese Dinge zu erklären, die ihr vielleicht gerade als Anfänger beim Mountainbike-Fahren gesagt bekommt. Viel Spaß bei dem Video. Ganz wichtig, vorab zu sagen, Leute, das ist jetzt nur aus meinen persönlichen Erfahrungen. Das ist jetzt nicht irgendwie der Masterplan oder die Tipps, die gottgleich irgendwie sind oder für alles gelten. Es sind einfach nur meine Erfahrungen, die ich mit euch teilen möchte und vielleicht kann es dem einen oder anderen helfen. Das heißt, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt oder einen Fahrtechnik-Trainingskurs besucht habt, der irgendwas anderes gesagt hat als das, was ich euch jetzt erzähle und das funktioniert, wunderbar. Ich gebe euch einfach nur meine Erfahrungen und jetzt starten wir direkt rein ins Video. Viel Spaß dabei. Ich denke, die Situation kennt jeder von euch. Ihr fahrt auf einen neuen Sprung zu und wisst nicht genau, wie ihr den Sprung zu nehmen habt und was ihr da überhaupt machen sollt. Und da gibt es einen geheimen Tipp, den ich als Anfänger auch wirklich ziemlich oft bekommen habe. Ja, musst du einfach drüber fahren, gar nichts machen. Ist ganz easy. Fährst da oben an, fährst hier runter, machst eigentlich gar nichts und dann bist du schon drüber. Wie, einfach nichts machen? Ich bleib einfach auf dem Rad stehen und mach gar nichts? Ja, wirklich einfach nichts machen. Wirklich, musst du nichts machen bei. Ja, okay, dann probiere ich das jetzt aus. Ja, Leute, das hat bestimmt der ein oder andere schon mal von euch zu hören bekommen. Einfach nichts machen und dann macht ihr das und dann funktioniert das Ganze gar nicht. Ne? Also es gibt natürlich die passive Sprungtechnik, die ich am Anfang auch vom Thomas gelernt habe, die mich mega weit gebracht hat, aber das ist dann trotzdem nicht nichts machen. Denn man muss vorher ja die Grundpositionen gelernt haben und. Und deswegen ist einfach ja drüber rollen, nichts machen, von den Fortgeschrittenen oft nicht so guter Tipp, weil die machen einfach viele Sachen schon intuitiv. Zum Beispiel beim Droppen. Nehmen wir mal das Beispiel Greenhill Drops. Die sind riesengroß. Viele denken, sie machen gar nichts, wenn sie darunter fahren. Und dann guckt man sich ein Video an und dann machen sie doch einen Vorderradimpuls. Und das ist einfach, weil wir, desto länger man dabei ist, desto schlechter kann man eigentlich erklären, was man da macht, außer man beschäftigt sich ständig damit und hat einfach das Problem, dass man intuitiv die Dinge macht, was natürlich gut ist. Wenn die Sachen nicht irgendwann im Unterbewusstsein landen würden, dann wären wir auch vollkommen überfordert mit dem ganzen Kram. Aber wenn wir dann was erklären wollen und das schon intuitiv passiert, dann wissen wir oft nicht, ja, was wir da eigentlich machen. Und deswegen ja, erst die Basics wirklich lernen, dann kann man passiv springen und so weiter und so fort. Und dieser Tipp, den habe ich wirklich sau oft gehört als Anfänger. Und ihr kennt es selber, wenn ihr Anfänger seid, ihr könnt das gar nicht glauben, dann funktioniert das auch tatsächlich nicht und dann habt ihr ein schlechtes Gefühl. Auch hier habt ihr wieder die Situation, dass ihr einen neuen Sprung habt und nicht genau wisst, wie weit muss ich da springen, wie viel Speed brauche ich, wie viel Impuls brauche ich und was ist da überhaupt genau zu tun. Jo, was überlegst du da so lange? Ja, da musst du einfach abziehen, ne? Einfach abziehen. Ja, wie einfach abziehen? Was heißt das denn überhaupt? Ja, abziehen heißt einfach am Lenker ziehen, ne? Ja, aber also ich glaube nicht, dass das sich so gut anfühlt. Vor allem, wann soll ich denn am Lenker ziehen? Ja, einfach drüber fahren, abziehen und dann kommst du auch hier bis in die Landung, ne? Also ich weiß nicht so richtig. Das ist schon weit weg. Und vom Speed her weiß ich auch nicht, ob ich so viel Speed drauf kriege. Ja, probier doch einfach. Einfach abziehen. Ich sage dir doch, Jung. Hol von da oben Anlauf und dann einfach abziehen. Ja gut, du meinst, mit abziehen schaffe ich es bis dahin.
Ja gut, dann vertraue ich dir jetzt und probiere das einfach mal. Jo, Thema Abziehen. Ich habe bis heute, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, was Abziehen genau ist. Lenker hochziehen und so weiter und so fort. Bei vielen funktioniert das auch richtig gut. Bei mir hat das nie gut funktioniert und funktioniert auch bis heute nicht gut. Deswegen habe ich das Ganze mit Vorderradimpuls gelernt. Ne? Wisst ihr ja vielleicht aus dem ein oder anderen Fahrtechnik-Video. Und ich finde der Vorderradimpuls eine super Sache. Viel kontrollierter. Ich kann durch die Grundposition einstellen, wie viel Vorspannung ich habe und kann danach definieren, wie weit und wie stark der Impuls ist. Und damit bin ich einfach viel, viel besser gefahren. Wenn ihr wisst, was Abziehen überhaupt ist, weil ich weiß es bis heute einfach nicht, haut das mal runter in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, was eigentlich dieses Abziehen ist. Und wir gehen weiter zum nächsten Punkt. Jo, soll ich dir mal zeigen, wie man richtig über den Sprung kommt? Da habe ich einfach, da habe ich eine Technik, super einfach damit zu springen. Ja, okay, wenn du willst, zeig ruhig. Ja, ich zeig dir das mal kurz. So. Also im Endeffekt tust du einfach das Fahrrad voll komprimieren und dann hebst du auch schon ab. Also ist eigentlich gar nicht so schwer. Ups, hupsala, hupsala, ups, oh, hier kann ich ja gar nicht stehen. Also voll komprimieren und dann hüpfen. Ne? Also eigentlich super easy. Das Fahrwerk macht das alles von alleine. Ich stelle dann auch den Rebound immer so schnell wie möglich ein. Dann komme ich auch richtig schön hoch. Ja, okay, danke schön. Hier. Jo, auch den Rebound-Hop habe ich als allererstes so gelernt, also als es ums Thema Springen ging. Das war sogar hier auf diesen Trails, wo ich den das erste Mal gelernt habe. Und dann dachte ich auch so, yo, ich kann damit ja jetzt springen, weil das ist ja funktioniert ja wirklich mega gut und mega einfach. Allerdings gibt es einfach ein Problem, dass das bei größeren Sprüngen oder bei Drops und so weiter einfach irgendwann total unkontrolliert wird. Und da ist es, glaube ich, sinnvoller, einfach eine ordentliche Technik zu lernen, auch wenn es ein bisschen schwieriger ist und nicht so diese Abkürzung. Und also ich habe dem Rebound-Hop auf jeden Fall am Anfang so den ein oder anderen Sturz zu verdanken. Zum Beispiel auch den fetten Sturz im Valley. Puh, schön steil. Ihr kennt's, steile Abfahrten, die sehen gruselig aus, dann ist der Boden lose, da sind vielleicht noch Wurzeln und ihr habt einfach Angst, dass ihr vorne über den Lenker geht, weil es zu steil ist oder dass ihr halt überhaupt gar nicht erst zum Stehen kommen könnt, weil das Ganze so steil ist. Und da gibt's einen Tipp, den ich schon als Kind damals bekommen habe und der sehr, 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 sehr weit verbreitet ist. Hallo. Ja, musst du einfach den Arsch da hinten machen, ne? Dann kriegst du Gewicht aufs Hinterrad und dann passiert auch nichts. Dann gehst du auch nicht über den Lenker. Wie Arsch hinter den Sattel. Aber ich habe gehört, immer lotrecht über dem Tretlager. Nicht hinterm Sattel. Ist klar, wenn du runterfährst, kommt der ganze Druck vorne aufs Vorderrad. Dann musst du halt ganz viel Druck aufs Hinterrad geben, ja? Okay. Oh, Arsch hinter den Sattel. Yo, Leute. Arsch hinter den Sattel. So habe ich das auch am Anfang gelernt, weil man ja Angst hat, sich zu überschlagen. Man hat halt gar keine Kontrolle mehr, ne? Das heißt, man rutscht, 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 kommt nicht zum Stehen.
und das Vorderrad geht viel leichter weg. Deswegen eigentlich ja nicht so eine schöne Option, vor allem auf Trails und so, Gelände. Ist, glaube ich, so ein krasser Mythos. Schaut euch das Thema Druck im Bike an von Thomas unter Hashtag alle 14 Tage hier auf dem Kanal. Da ist das ganze Thema erklärt, wie weit wirklich das Becken hinter den Sattel muss und warum das mit der neuen Methode mit Druck im Bike tatsächlich gar kein Fokus mehr darauf ist, wo das Becken sich befindet, sondern eher wie viel Druck auf den Füßen ist. Yes, wir kommen jetzt gleich tatsächlich schon zum allerletzten Punkt. So Leute, große Überraschung. Ich habe beide Rollen in diesem Video gespielt und deswegen kann ich euch auch den letzten Punkt nicht so vormachen in den zwei Rollen und so weiter. Und das ist dieser Punkt, ich ziehe dich einfach irgendwo drüber. Das hat man oft gehört als Anfänger und fahr mir einfach hinterher, dann wird das schon. Das funktioniert, wenn Menschen gleich groß, gleich schwer sind, ungefähr die gleiche Technik fahren oder ich jemanden habe wie den Thomas, der genau weiß, was ich kann und wie ich fahre und da kann ich dem einfach blind vertrauen und kann dem einfach hinterherfahren, dann funktioniert das. Aber wenn du zum Beispiel ein Vater bist und du sagst, ich zieh dich einfach drüber, Sohn, und der Sohn ist 11, 12 Jahre alt, wiegt 50 Kilo, dann, und du als Vater wiegst 80, 90 Kilo vielleicht, dann ist einfach dieser Unterschied vom Gewicht zum Beispiel so krass, dass du als schwerere Person viel mehr Speed brauchst als der Kleine. Wenn ich zum Beispiel dem Jerry hinterherfahre irgendwo, dann muss ich immer krass am Fahrrad versuchen, aktiv zu springen, damit ich drüber komme, weil der Jerry einfach ja viel leichter ist als ich. Und das ist einfach so ein Ding, behalte das im Hinterkopf. Nimmt das ganze Video nicht zu ernst, ne? Das ist alles auch ein bisschen Spaß und Fun einfach. Und ich hatte einfach ja, mich die letzten Tage so ein bisschen daran erinnert, wie es nochmal gewesen ist, so ganz am Anfang. Und da hat man viele Sprüche gehört und hat viel Quatsch gelernt. Ich war super dankbar, dass ich dann den Thomas so schnell kennengelernt habe, der mir einfach geholfen hat und sofort Fahrtechniktraining mit mir gemacht hat und so weiter. Das hat mich mega weitergebracht. Deswegen, ja, schaut euch auf jeden Fall den Kalender an für die nächsten Fahrtechniktermine. Die absoluten Anfängerkurse werde ich nächste Saison auch immer noch weitermachen. Und da wird es auch neue Termine geben. Und vielleicht, wenn das Wetter sich hält, dann sogar auch im Winter, also ist gar nicht so saisongebunden. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Jede Woche mindestens 2 neue Videos. Und seid mir nicht böse wegen dem Auto. In meinem letzten Video über Kamera-Equipment und so gesprochen. Meine Kamera ist mal wieder abgekackt. Ich hoffe übrigens, dass das Video überhaupt stattfinden kann, weil vielleicht ist das Footage auch im Eimer. Deswegen das Outro mit Handy gefilmt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Wenn ich eine neue Kamera holen soll, gibt mal ein paar super Thanks, Donations einfach. Ich brauche circa, da ist immer 2 Euro sind meistens oder so, ne? Ich glaube 2 Euro. Und dann brauche ich davon 7000 Stück. Dann kann ich mein Equipment holen, um den Kanal aufs nächste Level zu bringen. Also bis dahin. Ciao, ciao.